Recht herzlich willkommen zur 174. Folge, glaube, von City Skylines. Ja, wir haben die Buslinie bearbeitet. Der MAZ hatte mir noch zugeschrieben, dass die Linie 11, die ich hatte, wahrscheinlich daran lag, dass die Leute von der Straßenbahn zur U-Bahn wollten und dass deswegen der Bus nur für eine Haltestelle oder so besetzt war und nicht mehr. Da können wir mal reingucken. Die 11 gibt's ja nur nicht. Doch, die 11 ist noch hier. Also, die haben wir nur geändert wahrscheinlich, ne? Ja. Da müssten wir mal gucken. Na, machen wir erstmal raus hier. Ah, das Fenster geht jetzt nicht mehr zu. Doch, geht. Keine Ahnung warum. Also hier wäre eine Bushaltelinie, eine U-Bahn-Linie. Aber ich glaube, die wäre es nicht gewesen, wenn, ne? Jetzt ist die Frage, wer ist hier wer, ne? Also, ne, ich muss sie nochmal aufmachen, das hat so keinen Sinn. Die 11 nochmal auf. Und das Fenster zu. Und hier müssen wir an diese Haltestelle ran. Und das ist diese. Das bedeutet, die Leute steigen hier in den Bus ein und fahren wahrscheinlich dann bis hier irgendwo hin, wo die Linie ist. Für die U-Bahn. Genau. Und wahrscheinlich auch zurück. So, jetzt müsste man laut MAZs Vermutung diese zwei Haltestellen nur verbinden mit dem Bus, damit da weniger werden. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Idee. Doof ist nur, dass man wahrscheinlich hier schlecht da hinkommt, ne? Ja. Also wir müssen wieder hier so ein riesen Ding fahren wahrscheinlich, aber naja, das ist dann halt mal gerade so. Dafür brauchen wir dieses Tool und dieses und bauen wir uns eine neue Linie, ne? Also das ist jetzt hier die U-Bahn-Haltestelle. Oh, jetzt habe ich sie weggemacht, glaube ich. Das war jetzt nicht so gut, ne? So, jetzt haben wir wieder eine hingemacht. Wir wollen eine mehr haben, ne? Das ist das. Aber da kann ich neue Linien hinzufügen. Genau. Da muss der ja sowieso drehen. Und hier stehen auch so viele. Und hier standen doch eben auch so viele, oder? Vertue ich mich. Ne, da ist die, okay. Also dahin. Und dorthin. Und dann wieder eigentlich da hinten hin. Warte mal. Dann mach die nochmal weg. Die wollen wir ja da nicht. Genau. Und was hat er jetzt ganz weggemacht? Nee, ne, oder? Neue Linie hinzufügen. Ja, gut. Komm, machen wir. Zack. Zack. Und diese jetzt ziehen wir dahin. Macht er nicht. Super, oder? Also, zack, weg, bräunig. So, da eine hin. Da eine hin. Dort einen hin. Und dahin. Dann ist die Linie jetzt geschlossen, oder? Ich sehe die nur nicht. Das ist jetzt das Problem irgendwie. Das muss ja jetzt die letzte sein, ne? Zack. Schönes Gelb. Und anzeigen. Schließen. Fährt da lang. Fährt da lang.
Fährt wahrscheinlich hier lang. Dreht dort hinten. Fährt zurück. Und fährt hier lang. Und machen wir da noch eine Haltelinie mehr hin, ne? Fahrzeuge sind da zwei drauf. Könnten bestimmt mehr sein. So, jetzt sind da drei Fahrzeuge drauf. Lass mal schneller laufen. Noch keiner eingestiegen. 18 sind da. Es ist auch nur in eine Richtung wahrscheinlich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwann erscheinen ja die Busse hier, würde ich mal sagen, ne? Da ist er, der erste. Ist die Frage, ob er hier aufnimmt, wenn er denn da einer von ist. Aber das kann ja nur die Bushaltestelle dann sein, oder? Okay, hier unten sitzen schon mal vier drinne. Werden aber auch weniger hier, interessanterweise jetzt. Obwohl keiner da oder da eingestiegen ist. Werden hier immer mehr weniger. Entweder die hatten die Nase voll, was auch sein kann. Oder aber... keine Ahnung. Gute Frage, ne? So, 30 sind eingestiegen. 30 steigen hier hoffentlich aus. Alle eingestiegen, die 22. Sieht gut aus. 15. 30, ist klar. Er fährt weiter. Da oben kommt jetzt einer mit 4. Der kriegt hier die 15. Oder 17. 19 sind es insgesamt. 30er fährt und bringt die da raus. Die Haltestelle, die da steigen zwar kaum Leute ein, aber hat den Grund, dass die anderen aussteigen, ne? Und diese hier hat sogar auch eine Daseinsberechtigung. Da steigen tatsächlich Leute ein und aus. So, man müsste jetzt hier noch, warte mal, drehen. Hier müsste man noch ein Fußbettchen hinmachen, ne? Aber das können wir uns ja nicht leisten, dooferweise, ne? Dann wäre noch so eine Station besser angeschlossen. Ja, muss man dann beobachten, wie es läuft, ne? Ganz einfach. So, und die grüne Linie war das dann, glaube ich, oder? Da fanden jetzt 1, 2, 3, 4 Linien sogar lang. Die kommen alle von da. Und es geht nur einer nach hier weg. Ja, zweier von da. Die gelbe da, zweier da, einer kommt direkt reingefahren. Ach so, ja, das waren, glaube ich, die zwei Linien, die wir letztens geteilt haben, ne? Kann das sein? Jo. Ja, lass nochmal gerade in die 11 reingucken. Ne, die 11 nicht in die letzte Linie reingucken, wie sich das da entwickelt hat. Ja, da steht jetzt keiner mehr, oder? Aber das ist nicht die richtige Linie, oder doch? Wieso sind denn da jetzt 4 Haltestellen? Hä? Eine Haltestelle ist klar, 2. Oh, hat der schon wieder irgendwo noch eine hingebaut, die ich nicht mitgekriegt habe? Nein, ne, oder? Das ist klar. Ach, da. Ne, das war auch die zweite. Das ist die dritte. Und die vierte, wo ist die? Ach so, hier gegenüber. Ja, okay, das macht vielleicht Sinn, dass da auch welche aussteigen könnten. So. Jetzt muss man gucken, ne? 20 sind hier. Die sitzen jetzt auch alle drin. Der Bus ist mit 29 voll. Hier sind jetzt beides Nullen unterwegs. Also für dieses Stück lohnt das. Und 20, 15 kommen da oben weg dann.
steigen hier wieder gleich alle ein. 17. Bleiben sogar noch welche stehen und der ist voll. Jetzt kommt hier unten. 30er. 5 stehen da, die nimmt er mit, okay. Hier unten, der ist interessanterweise voll. 14, da kommen jetzt nochmal die anderen dazu. 16 kriegt er noch mit. Müssten 4 bleiben ungefähr. Ja, okay, kommt hin. 30 setzt er gleich da ab, ne? Geht. 4er. 30, 18. Ja, der fährt jetzt mit niemandem dahin, aber ja, ist halt so, ne? Jetzt sind sie alle leer. Ja, da kommen für den nächsten, kommen jetzt gerade wieder welche, ne? Sind irgendwo von einer anderen Bushaltestelle wahrscheinlich gekommen oder sowas. Naja. Ich glaube, das können wir aber so lassen. Da ist wieder einer voll, ne? Und hier sammeln sie sich gerade. Warte, dass mal gerade noch die nächsten zwei Busse da vorbeikommen, gucken, ob dann nicht so viele da stehen. Sonst haben wir noch ein Problem, dass da zu viele sind. Oh, da kommt er mit 30 schon. Konnte da nicht alle mitnehmen. Okay, da muss eine Bahn gerade angekommen sein, sozusagen, ne? 97. 93, 94, 96, 107, 109, 113, 114, 113, 114. Jetzt kommt der Bus an. Fährt aber durch, der hat keinen einzigen mitgenommen, weil der Bus voll ist. Die sind nicht weniger geworden hier, meine ich. Oh, 152. 160, 162, 165, 170. Stehen da schon wieder so viele. Ja, da sind ein paar eingestiegen, aber minimal, ne? Ich glaube, wir haben noch ein Problem auf der Linie. 5 bestimmt. So, 180. Der nimmt aber keine mit, weil er noch weiterfährt. 190. 192. 200, 210, 213. Läuft nicht. Funktioniert nicht. Boah. Es werden wieder hier zu viele, ne? Ja, gleich wird's besser, wenn diese dann auch mal im Einsatz sind, ne? Ich weiß nicht, wo der Einsatzpunkt ist. Eigentlich gehe ich von aus, dass da hier oben wäre. Aber wie das Spiel da tickt, weiß keiner, ne? Oder die Programmierer wissen das. Ich habe es auch jetzt natürlich nicht recherchiert, dann kann man das auch nicht wissen. Gut, da 220. Bus ist voll, fährt weiter. So, da kommen jetzt nur 9. Das heißt, der erste Bus, der da nicht so viele hat. Bis auf den Bus haben jetzt alle welche. Weiß jetzt nicht, ob der in der Linie schon integriert ist oder nicht, ne? So, 30 drin und die steigen alle da aus, oder? Genau. 30, hier sind 18. Die zwei waren zu spät, die müssen den nächsten Bus nehmen. Aber das müsste sogar auch, guck, die sind wieder abgehauen. 212, 210, 11, 10, 11. Okay, da sind ein paar eingestiegen. Nee, da ist noch nicht da, der Bus. Jetzt sind wir hier eingestiegen wohl. Jetzt kommt der nächste mit 8 Personen. Der kann richtig welche mitnehmen dann. Ja, komm schon.
180. 180. Ja, da sind sie drinne. Jetzt kommt der nächste. Ja, ich glaube, das können wir jetzt mal so laufen lassen, denke ich. 5 Fahrzeuge und das, ich glaube, das läuft. Gut, aber da kommen wir jetzt erstmal so einen Schritt weiter sozusagen mit der Linie, ne? Mehr auch nicht. Okay, und dann sind wir schon wieder mit der Folge am Ende, weil ich wollte diese Folge leider nicht so lang machen, einfach aus dem Grunde, weil ich letzte Folge irgendwie ein technisches Problem hatte und das muss ich gerade erst austesten. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe von aus, wenn die 15 Minuten lang ist, dann habe ich kein Problem damit, das muss mit länger zu tun haben. Deswegen müssen wir jetzt hier einen Cut machen und ja, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.